Hallo und herzlich willkommen zurück beim Mordos Schatten. Ja, wir sind dabei, unsere eigene Armee zu formen. Einen Häuptling haben wir schon, 4 weitere fehlen. Und ich habe mal auf die Karte geschaut. Wir können eben diese Häuptlinge jetzt anfangen, auf unsere Seite zu brandmarken. Allerdings gibt es ja auch eine andere Hauptmission, und zwar das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Litariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Das würde ich jetzt gerne als erstes machen. Und hierhin haben wir zu deiner Verfügung Krupplik, der Auspeitscher, erwartet deinen Befehl. Das würde mich auch interessieren, wie das ausschaut, was wir da jetzt machen müssen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal, müssen wir sowieso in diese Richtung. Und laufen jetzt einfach mal los. Wer weiß, was sowieso wieder zwischendurch alles passieren wird. Das ist Schleichbrandmagen. Je mehr wir hier auf unserer Seite haben, desto besser. Es bringt uns auch Erfahrungspunkte. Oh, da unten sind schon wieder diese Karagor. Oh, Grüße. Wo sind das? Wo ist das denn jetzt hin? Er ist so ein Idiot. Jetzt runter hier. Das ist kein Karagor, das ist eine Mauer. Na dann hier, pass auf. Und jetzt. Bist begeistert? Hat dir das gereicht? Dennis, was explodiert? Was denn da explodiert? Na egal. Wir können ja mal so leicht dran vorbeischauen. Aber hier explodiert ja irgendwie immer mal irgendwas. So. Haben wir irgendwo vielleicht einen Hauptmann, den wir uns schnappen könnten? Das wäre geil. Eigentlich, ich möchte jetzt eigentlich alle auf unsere Seite ziehen. Ich möchte eigentlich, dass ganz Mordor uns gehört. Jeder beschissene Uruk, jeder kleine Ork, was weiß ich. Alles soll für uns kämpfen. Das macht mega Fun. Das macht Fun. Voll Denglisch. So. Ja, der da ist für uns und der dahin ist für uns. Da sehen wir auch eine Zahl. 2 sind es aktuell. Die behalten wir mal im Auge. Ob das, wenn wir uns weiter entfernen, ob sich das vielleicht auch verändert. Oder ob das nur sich verändert, wenn wir in der Nähe sind. Oh, das sind eine Menge. In Deckung gehen? Wir nehmen den da. Ach, Mensch, jetzt hat das gewechselt. Okay, Nummer 1. Die bekommen mal wieder von nichts mit. Mal 2. Die können gleich wieder zusammen laufen. Wir brandmarken die jetzt nur mal schnell alle. So. Leute, lasst den in Ruhe. Ich will den brandmarken. Geil, wie. Warte. Und der letzte. Das ist dein Pech. Ach, weil du Unterstützung bekommen hast. Ist das geil. Wir haben fast die ganze Gruppe einfach mal gebrandmarkt, ey. Das ist so geil. Ja, klar. Ey, der liegt aber unbequem da. Der tritt den und sein Kopf... Das sieht aber unbequem aus. Sein Kopf liegt jedenfalls nicht mehr zwischen den Armen. Durch einen Fußtritt. Wenn ich befördert werde, will ich einen Trupp aus Jägern leiten. Warum solltest du das tun? Dann können sie mir sagen, wie ich meine Waffen vergifte. Nur ein Stück Schrack hat es nötig, seine Feinde zu vergiften. Leute, ich würde nicht mehr weitergehen, weil das ist ein Karagor. Wieso schaffen wir es nicht, diesen Hügel hoch? Jetzt endlich. Ich will darauf springen. Los! Zack. So, richtig. So. Jetzt haben wir... Nein. Ach nee, es sind nicht unsere. Okay, die könnt ihr euch schnappen. Ich dachte, die greifen jetzt unsere frisch gebrandmarkten Uruks an. So. So kommen wir doch viel, viel schneller voran. Noch mal hier einen Hauptmann irgendwo in der Nähe. Sehe ich nicht. Schade eigentlich. Mahlzeit! Nein! Hör auf mit dem Mist. Ihr tötet niemand, mein Karagor. Zieht ihn herunter und tötet das Biest!
Seid ihr jetzt mal ruhig? Komm, wir kämpfen voneinander getrennt. Komm, zack, und jetzt. Und die Hinrichtung. So hatte jeder eine. So hatte jeder seinen Spaß. Und schnell Brandmarken. Ah, jetzt sehe ich das. Jetzt haben wir in dem Gebiet einen. Okay. Das ist das von Gebiet zu Gebiet. Klar, verständlich. Dann haben wir jetzt hier schon mal zwei. Und ein Hauptmann. Ich nehme mal stark an, das ist der Todes, der Totenschädel. Gab es nicht mal eine Legende? Da, R1. Ah, das ist ja doch gebrandmarkter Hauptmann, genau. So haben wir in dem Gebiet einen gebrandmarkten Hauptmann, zwei gebrandmarkte Soldaten so. Den könnten wir doch jetzt auch noch, genau. So, wird ein Schuh draus. Und jetzt machen wir das Heilmittel. Annehmen, ohne Umschweif, wir haben es doch schon gelesen. Von daher können wir das ja gleich annehmen. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint ein mir nicht... Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist von dieser Welt. Du bist es nicht. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Love, Peace, Happiness. Zusätzliches Ziel. 0 von 5 Schleiche und Brandmarken Uruks. Nur aus dem Hinterhalt können wir Letariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volk sprechen. Ach Mann, ich renne immer in diese Unterführung rein. Zum Glück bin ich gerade nicht hochgekommen. Das klingt jetzt komisch. Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakuga kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann musste ihn von seinem Leid erlösen. Nummer 1, aber den müssen wir jetzt töten, sonst schlägt der Alarm. Oh, die können wir brandmarken. Die können wir... Ich werde schon wieder ruhiger. Wer guckt jetzt auf uns? Ich weiß, was du meinst. Ich habe erst vorhin einen Karagor getötet. Frieden. Frieden. Dreh dich um, bitte, bitte dreh dich um. Guck mal dahin, da ist was. Da ganz hinten. Komm, dreh dich schon mal um. Junge, was soll denn der Ach Mann. Ehrlich, ey. Weh, du drehst dich jetzt um. Kriegst die Krise. So. Nummer 2. Unser Häuptling zu reden beginnt, halten sie allesamt inne und hören. Ich versuch's einfach. Ich frag mich, warum so ist er. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Ich habe den Tag auf dem Rücken eines Grauks sitzen sehen. Das beunruhigt mich nicht. Das bedeutet nur, dass er tiefer fällt, wenn ich ihn herunterstoße. Das ist ungesunder Optimismus. So würde ich das jetzt mal bezeichnen.
Jetzt hänge ich hier fest. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen nimmst. Ach Bullshit, ey. So, einen Bereich haben wir ja schon mal gesichert. Schnell darüber. Ich stand einfach nur so rum und plötzlich lag ich am Boden und hab zur Mauer hinaufgeblickt, von der ich gefallen bin. So, noch einen brauchen wir noch. So, das Gebiet da hinten muss noch gesichert werden. Da reicht es, glaube ich, wenn wir einen Karagor befreien. Der soll erstmal die meiste Arbeit machen. Was war das? Was war was? Du Karagor! So, wir haben noch 7 Pfeile hier. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns töten kann? Ja. Wie viel haben wir denn jetzt noch, die hier gegen den Karagor kämpfen? Den noch. Ich dachte schon, der hätte uns jetzt mitbekommen. So, was fehlt jetzt noch in diesem Gebiet? Hi. Blödes Mistvieh, ey. So. Ich danke dir für deine Dienste, aber du musstest uns ja noch angreifen. Die Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. So, aber eine Schleichtötung brauchen wir noch. Na komm, hier hoch. Entschuldig bitte, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so ruhig bin. Das ist... Das ist gerade echt schlimm. Ich hab gesehen, was der Grabwandler mit dem Sprengstoff gemacht hat. So, damit hätten wir das zusätzliche Ziel schon mal geschafft. Hier ist doch noch ein Schütze, das sehe ich doch auf der Karte. Der da drüben. Locke, Dreieck, unachtsam... Was? Egal. Da oben haben wir noch einen, den können wir auch noch brandmarken. So. Okay, jetzt fehlt nur noch dieser Ort da unten. Wen haben wir denn hier? Luga. Der Untötbare. Okay, hat der nur Stärken? Ernsthaft? Setzt Wurfwaffen ein, die dann zu ihm zurückkehren. Ernsthaft? Geht irgendwie hier eine Schleichbrandmarkung? Okay, müssen wir anders lösen. Weil ich möchte nicht, dass die Verstärkung rufen. Machen wir es erstmal so. Das stimmt nicht ganz. Machen wir das so. Nein, 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 nein. Ein Hübscher bist du ja nicht gerade. Wie du wohl von innen aussiehst. Ich dachte für einen kurzen Moment, der würde Verstärkung rufen. Wow. Die waren so nett und sind runtergekommen. Das finde ich cool von denen. Echt sehr sympathisch. Nein! Das hast du schon versucht.
Boah, das war knapp. Nochmal Hinrichtung. Noch ein bisschen Leben hat er noch. Und jetzt haben wir ihn. Hui. Das war knapp nochmal zum Schluss. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin heilen kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Talion. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitungen. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Auftrag abgeschlossen. Das Heilmittel. Letariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Macht euch keine... Okidoki. So. Da wollten wir noch hin. Waffen und Runen haben wir überall neue. Ne, hier haben wir keine neue. Hier haben wir aber neue. Was haben wir da neue? Chance von 40% bei einem Fernkampftreffer 5 Gesundheit zu regenerieren. Das ist gar nicht mal so dumm. Chance von 42% bei einem Fernkampfangriff. Dann machen wir das hier weg. Das verwandeln wir wieder in Runen. Da aktuell haben wir stellt noch einer das Festnagel, das machen wir zu selten. Deswegen machen wir das jetzt hier. Das machen wir leider viel zu selten. Was haben wir hier noch freigeschaltet? Chance von 46%, 50 Fokus zu regenerieren. Kalte Seele. Nö. Verbesserung. Können wir aktuell, wir könnten einen dritten Runenplatz fürs Schwert machen. Wir können die Fokushöchstwert. Machen wir auch. Das ist wichtig, der ist mir noch viel zu kurz. So. Sehr, sehr fein. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich toll. Belohnung plus 75 Mirian. Nee, sorry, bei solchen Schleichdingern, ey. Warum ich da immer so leise bin. Ich versuche mich halt immer zu konzentrieren. Reiten macht auch Spaß. Das hab dich da mal nicht so. Ach, es sind zwei. Ich hab nur den einen gesehen. Wenn die näher rankommen, könnten wir einen Schleichbrand marken von hier oben. Ja, einen krieg mal. Ich weiß nicht welchen. Den mit der Fackel. Uah. So. Täuben. Noch ein Schlag. Und die Hinrichtung. Awesome. So. Hier haben wir zwei Gefolgsleute und einen Hauptmann. So, dann dürfte doch jetzt hier in der Festung eigentlich uns nichts Probleme bereiten, oder? Komm mal her. Lass meine Beine in Ruhe. Informationen sammeln. Und zwar müssen wir jetzt, da wir uns um diese Häuptlinge kümmern müssen. Tarz, der Gelehrte. Oh mein Gott. Er wartet, die Nacht mit einer warmen, frischen Leiche zu verbringen. Oh mein Gott. Furcht vor Kraux, er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Freigeben, komm. Was soll denn der Mist? Zack, zack. Ich sehe den Gegner nicht, aber wir treffen ihn, glaube ich. So. Damit hätten wir das erledigt. Können jetzt fröhlich, wie wir sind, hier dumm rumspringen. Du sollst nach oben klettern. Die Schnauze voll von den Sklaven, die ich bekomme. Meine waren in den
letzter Zeit absolut nutzlos. Da haben wir noch einen Informanten drin und den kümmern wir uns noch. Oh ja, spring daneben. Jetzt spring nach oben. Ich rieche etwas. Na, was riechst du denn? Ich bin schon Gespenster. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. Ich sehe den Waldläufer. Das täuscht. Lasst euch nicht von ihm fassen. So, dann holen wir uns gleich hier noch vom nächsten Häuptling Informationen. Korthuk, der Sammler, erklärt, dass man eine Ghoul-Matrone töten muss, um einen Ghoul-Schwarm zu vertreiben. Anfällig für Schleichtodesstöße, Furcht vor Verbrennen. Na, den töten wir jetzt mal. Da haben wir ihm ein bisschen Blut ins Gesicht gespritzt. Komm auf unsere Seite. Wir haben Kekse. Zack. Er ist abgehauen. Was sonst? Was? Wir sind nicht abgehauen. Wir haben dich gebrandmarkt. Du verwechselst da was. Wo kommen die denn schon wieder her? Deren Pech. Obala. Habe ich uns auch ein bisschen erwischt. Naja, mit dieser feinen Explosion beenden wir diese Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Mordors Schatten. Und werden wir gucken, wie wir hier unserem Typen irgendwie Aufträge geben können. Bis dann!